Grüß dich, ich bin die Karin, Karin Michalke. Ich schreibe Drehbücher und ich bin 39 Jahre, Rasse weißer Mitteleuropäer, wahrscheinlich irgendein Anteil Zigeuner. Und ich soll ja was sagen über Flüchtlinge. Vielleicht, wenn ich von mir ausgehe und ich fahre in ein fremdes Land. Also zum Beispiel war ich letztes Jahr in Marokko und das war mein erster Aufenthalt in Afrika. Und wenn ich dann da dort bin und kenne mich nicht aus und kenne die Sprache nicht oder sehr schlecht, dann bin ich total froh, wenn die nett sind zu mir oder mich nicht über den Tisch ziehen und ich keine Angst haben muss. Und wenn das jetzt andersrum ist und jemand kommt zu uns oder zu mir, dann möchte ich genauso sein. Das ist das eine. Und das andere, was ich denke, ist, dass wenn Menschen ihr daheim verlassen, dann ganz bestimmt nicht freiwillig oder weil es ihnen so langweilig ist, sondern es muss denen wirklich nicht gut gehen, sonst lasst nicht einer alles hinten, was er kennt und liebt. Also ich bin ein ganzer Daheim-Mensch, also mir ist es brutal wichtig, daheim sein, wo ich bin, dass ich da alle meine bekannten Dinge habe und meine Freunde und mich auskenne, dass ich wohin finde, wie zum Beispiel hierher, ohne Navi, das ist mir brutal wichtig. Und ich darf das nur verlassen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ich denke mir, den Leuten geht es genauso. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hinbringen.